Die deutschen Geher um den WM-5. Christopher Linke haben bei der Leichtathletik-EM in Berlin die erhoffte Medaille über 20 Kilometer verfehlt. Beim Sieg des Spaniers Alvaro Martin nach 1:20:41 erreichte Linkes Potsdamer Clubkollegen Nils Brembach, 1:21:25, als bester DLV-Starter den guten 5. Platz. Ich bin sprachlos. Das Rennen war nicht einfach, ich bin super zufrieden, sagte Brembach im ZDF. Hagen Pohle, ebenfalls Potsdam, wurde 8. 1:21:35. Der hochgehandelte Linke kam nicht über Platz 13, 1:22:33 hinaus. Ich kann nicht sagen, was los war. Ich wollte unbedingt eine Medaille gewinnen, sagte Linke. Ich hatte hinten raus keine Kraft, nachdem ich lange Zeit der Tempomacher für alle war. Bundestrainer hat Mitleid mit Linke. Bundestrainer Ronald Weigel meinte, es lief lange alles gut für Christopher, aber als die anderen nach 15 Kilometern angetreten sind, konnte er nicht mitgehen. Das war nicht sein Tag heute. Das tut mir leid, er wollte mehr. Hinter Martin sicherte sich dessen Landsmann Diego Garcia Carrera Silber, 1:20:48. Bronze ging an den als neutraler Athlet angetretenen Russen Vasili Misino, 1:20:50. Damit müssen die deutschen Geher weiter auf die erste EM-Medaille seit 28 Jahren warten. Damals hatten in Split die DDR-Athleten Bernd Gammelt und Hartwig Gauder Silber und Bronze über 50 Kilometer geholt. Die letzte 20-km-Medaille liegt sogar noch weiter zurück, 1978 in Prag siegte Roland Wieser für die DDR. Gold für Spanien auch bei den Frauen. Auch bei den Frauen ging der Titel an Spanien. Maria Perez siegte mit Meisterschaftsrekord von 1:26:36 vor der Tschechin Aneska Drahotová, 1:27:03, und Maria Palmisano aus Italien, 1:27:30. Als beste Deutsche kam Emilia Lehneier, Berlin, auf Platz 14, 1:32:36. Ich bin voll und ganz zufrieden, sagte Lehmeier. Saskia Feigl belegte Platz 16, Theresa Zurek, beide Potsdam, Platz 20. Vor dem für 9:05 geplanten Start des Frauenrennens in Berlin hatte es einigen Trubel gegeben. Nachdem an einem Gulligasgeruch aufgefallen war, musste der Beginn verschoben werden. Die Berliner Feuerwehr rückte an. Diese gab erst nach umfangreichen Untersuchungen Entwarnung und die Strecke frei. Nach einiger Wartezeit gingen die Männer schließlich gemeinsam mit den Frauen auf die Strecke. Die Mädels haben cool und entspannt reagiert, sie haben es ganz gut gemeistert, sagte Bundestrainer Weigel im ZDF. Auf dem nur einen Kilometer langen Rundkurs gab es im deutlich vergrößerten Feld vor allem bei den Überrundungen häufiger Gedränge,